Topfgucker TV empfiehlt. Liebe Eltern, liebe Kinder, ich freue mich, Sie heute hier im Wirtshaus Lindenschenke in Dresden-Altmichten zu unserer ersten Bratapfelschule begrüßen zu dürfen. Und wir zeigen Ihnen heute mit den Kindern, wie wir einen Bratapfel herstellen. Wir beginnen damit, so einen wunderschönen Apfel abzudeckeln. Dann schneiden wir ungefähr das obere Drittel, schneiden wir weg, legen das beiseite. Das wird dann unser Deckel. Und als nächstes müssen wir das Kerngehäuse entfernen. Dazu eignet sich so ein Kerngehäuseausstecher. Zur Not kann man es mit dem Kugelausstecher machen oder einfach mit einem Kaffeelöffel. Ist ein bisschen schwierig. Jetzt schaffen wir uns ein bisschen Platz für die Füllung. Am besten mit diesem Kugelausstecher. Das geht ganz einfach. Je nach Sorte des Apfels. Manche Äpfel sind etwas fester. Das sollte man vorsichtig machen. Ansonsten bricht der Apfel. So. Als nächstes nehmen wir uns ein bisschen Marzipan. Das ist ganz normale, handelsübliche Marzipan-Rohmasse. Und dann machen wir ein paar Rosinen rein. Etwas Mandeln. Und kneten das. Das ist eine schöne kleine Füllung wird. Und ein paar Rosinen mehr rein. Schmeckt das noch besser. Das kugeln wir etwas, dann passt das besser in den Apfel. Müssen wir etwas vorsichtig reindrücken, dass der Apfel nicht bricht. So, und dann nehmen wir noch etwas Zucker, da ist Vanillezucker mit beigemischt. Und der Deckel oben drauf. Und wäre der gefüllte Bratapfel fertig. So, liebe Kinder, jetzt geht's los. Ich deckel für euch jetzt die Äpfel ab. Und dann kann jeder seinen eigenen Bratapfel machen. Alternativ für Kinder, die kein Marzipan essen oder Mandeln, kann man die Rosinen ganz normal mischen, auch mit dem Zucker. Wo der Vanillezucker mit drin ist, braucht man etwas mehr für die Füllung. Als Abschluss für den Bratapfel, um das Aroma zu verfeinern, gibt man unter den Deckel noch ein Stück Butter vorm Braten. Das zieht in den Apfel rein. Macht die ganze Sache auch etwas geschmeidiger. Währenddessen ich die Äpfel in den Backofen schiebe, haben wir für unsere Kinder eine ganz besondere Überraschung, die an jedem Adventssonntag stattfindet. Und das ist unsere Märchen-Omi. Es war einmal eine arme Frau, die gebar ein Söhnlein. Und weil es eine Glückshaut umhatte, als es zur Welt kam, so ward ihm geweiß gesagt. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de